Michael Koch zeigt, wie gut er ist. Was ist das denn für eine News? Die will ich ganz lesen. Warte mal. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA Karriere mit dabei der Matze. Hi. Wir Topspieler braucht noch Topleistung. Bestes Beispiel Leon Koch in den letzten Spielen. Er geht auf einem sensationellen hohen Niveau und zeigt, dass er einer der absoluten Stars bei FC Köln ist und er ist nur geliehen. Er ist nur ein Leihspieler. Ja, das ist geil. Das fühle ich. Okay, warte, wir gehen mal weiter, ne? Ja, du hast deine Ziele. Ja, du hast alle umgesetzt, ne? Ja, Torquote 20%. Ein Tor hast du erzielt, du hast 21. Und du hast eine Spielerbewertung von durchschnittlich 8. Nee, das ist ja übel gut. Ja, du hast alle Ziele erfüllt. Das hast du so bis sonst nie geschafft. Ja, die Torquote oder so hat, glaube ich, sonst immer nicht hingehauen. Weißt du, was ich hoffe? Weil nach einer Leihe ist es oft so, dass der dann auch von diesen Vereinen gekauft wird. Ja. Ich hoffe. So. Ein Tor erzielt, Torquote 10. Wir erwarten von dir. Eine Vorlage musst du machen. Ja, easy. Ja, gibst du einmal wieder den Ball ab. Ich erwarte, dass du in den kommenden paar Partien punkten. Gegen RB Leipzig bist du gehörig aufpassen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Warum Arbeit? Ich weiß es nicht. Es steht da. Warte, welcher Platz sind die denn? Hey, sind Hey, nicht die mal in den sind Top Achter 6? oder so. Siebter. Aber nah dran. Vielleicht ist es. Aber vielleicht ist es die beste Mannschaft von denen. Nee. Ach, keine Ahnung, warum das ein Startstück Arbeit ist. Heute spielen wir gegen Augsburg, gegen den FC Köln. Ja. Also gegen unser Verein. Ich hoffe, da wechsle ich hin und Dortmund sieht denn. Also wenn ich bei RB Salzburg spiele, sieht Dortmund ja nicht wirklich, wie ich spiele. Doch auch, aber nicht so doll. Wenn ich in Die der Coaches Bundesliga gucken, glaube ich, spiele. überall. Wenn ich in der Bundesliga Muss mal ein bisschen spiele. leiser machen, es wird gleich lauter. Und wenn ich in der gleichen Bundesliga spiele, sieht Dortmund das viel leichter, finde ich. Oder viel besser. Ich glaube, die Coaches, die wirklich Talente suchen, weil du bist wirklich ein Ausnahmetalent. Du fällst wirklich auf, du kriegst Preise, du hast auch einen Fußballerpreis schon gewonnen, ne? Irgendwie goldener Schuh oder so. Ja, so So eine goldene Leute Schuhe habe fallen ich gekriegt. auf, egal ob du jetzt in der Bundesliga oder österreichischen Bundesliga spielst. Ich glaube schon, dass die auch dahin gucken. Weil du hast ja auch von der österreichischen Bundesliga und gesagt, jo, wir wollen den ausleihen. Und Köln hat gleich gesagt, ja, ne? Wen wollen wir haben für eine Leihe? Du wirst gesehen, wenn du gut bist, glaube ich schon. Denn Scouts gucken, glaube ich, überall hin, ne? Ja, auch ein deutscher Nationalspieler, Thilo Kehrer, spielt ja bei PSG, ne? Sowas Ja. sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Ne? Chancenverwertung. Oder ein Da hätten Havertz sie ist den von Augsburg zu Führungstreffer links, machen deswegen, ich glaube, die müssen. gucken schon überall hin, ne? Ja, aber Du bist ja ich. auch von Werder Bremen aus der Bundesliga erst in die Correzzo. österreichische gewechselt, ne? Guter Pass. Ja, aber Köln. Also Dortmund ist bekannt für die jungen Sauber Talente. Ja, das meine ich ja. Deswegen Die diese holen sich die ganzen Talentscouts. Talente, machen sie krass. Und dann gehen sie zu Eigentlich Bayern. müsste Dortmund der Verein Ich sein, der glaube, am rein spielen meisten wir Geld verdient. defensiv Weil das Prinzip unglaublich ist einfach von gut. Dortmund. Sie kaufen sich die jungen Ja, sie sind Talente. wirklich stark So und wie wenn sie das auch heute wieder zeigen Haaland, können, dann ja. haben wir hier Lewandowski. beste Ja. Chancen. Oder. Unaufhaltsam. Deswegen, das sind Keine ja alles Ahnung. keine Deutschen, ne? Deswegen so Talentscouts, die gucken nur Oder rüber. Moukoko, der ist 16 Ja. Jahre alt, der spielt bei Dortmund, Mann. Ja. Ich meine, du hast ja auch mit 17 oder so angefangen bei Dings, ne? Deswegen. Birger Deswegen Versprater. meine ich diese Talentscouts, ne? Das sind ja im Endeffekt Talentscouts, die sie beauftragen, die gucken. Und du fällst ja Die auf. Du kaufen bist sie ein. für 10 Millionen oder Guter so. Einsatz, er hat den Ja. Ball. Und verkaufen sie denn für wie viel? Keine Ahnung. 90? Ja, 70, 50 deswegen. Millionen? Carles Hill. Deswegen Ist auch die Sache, ich meine, diese Talentscouts, die gucken William nur überall hin. Carvalho hat ihn. Du bist ein junger Spieler, der fällt Correzzo. auf. Du bist ein guter Stürmer, machst viele Tore, ne? Du gewinnst die ein oder andere Das macht er Auszeichnung, doch. ne? Du hast einen goldenen Schuh Ein gewonnen, bist mal Spieliger Spieler in des dieser Woche, ganz des Monats schon Momentaufnahme. gewesen, ne? Ein paar Mal. So Leute fallen doch auf. So Ja. Leute haben doch alle im Blick. Sobald Salzburg sagen würde, ja, du Da kannst sieht durchaus wechseln, Spielverspiel würden doch, aus. wahrscheinlich auch wenn du ein bisschen wartest, kommen wahrscheinlich sogar mehrere Angebote, würden doch sogar William verschiedene Carvalho. Vereine sagen, ja, den wollen wir haben, Hier ne? schießt er.
Aber ich werde... Deswegen hast du immer das erste Beste angenommen. Wahrscheinlich werde ich... Ich muss nach vorne, ne? Ja, das ist kein Deutschlandspiel. Bist du als Stürmer eingeteilt. Na? Mhm. Denk ich so. Ja. Aber entweder es wird wie bei Barcelona passieren mit Messi. Bloß bei Messi. Ich würde denn bei Dings bleiben. Ja, mal gucken. Ob du auch irgendwie international reingehen kannst. Wäre natürlich nochmal, ne? Wäre natürlich immer cool, wieder irgendwie abwechselnd Ligen zu haben. Jetzt hast du, ne, jetzt hast du österreichische Bundesliga anderthalb Saisons, glaube ich, gehabt, ne? Irgendwann musste ja, dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, damit ich gleich richtig auslasse. Es war nur eine Frage der Zeit. 800 Pässe! Ja. Wir schauen das Ganze nochmal in Ruhe an. Läuft sie gut frei. Weiß genau, du hast gerade noch einen Punkt genau bekommen, weil du irgendwie 25 mentale Auszeichnungen bekommen hast, ne? Stark verteidigt. Weg ist der Ball. Anspiel kommt gut. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Nein, damit. So. Der Ausgleich. Jetzt die Antwort. Ja. Ich brauche das. Ich brauche das wirklich. Ja. Die Gegner müssen vorher ein Tor schießen, damit ich richtig perfekt spiele. Bei Hamburg ist immer nur ein Gegentor, ist deswegen das ist ja nicht so schlimm, ne? Weil du kann auch zwei sein, wie bei Hamburg. Ja, es ist nicht schlimm, ne? Wie gesagt, solange du gewinnst, ist es nicht schlimm. Du bist bisher der einzige mit deinem Verein, ist noch der einzige Verein, der nicht ein einziges Spiel in der Bundesliga verloren hat. Deswegen kann dir die Tordifferenz, solange das Fakt ist, die Tordifferenz scheißegal sein, ne? Weil die entscheidet nichts, solange du der einzige, solange du kein Spiel verlierst, ne? Mhm. Weil ist ja nur entscheidend, wenn du gleich auf bist. Und da ist das Bayern-Team mit dir gleich auf waren, irgendein Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen verloren haben schon. Ne? Seitdem bist du der Einzige, der ja bisher alle gewonnen hat. Also kann dir egal sein, wie viele Gegentore du vorher kassierst, solange du immer gewinnst. Ne? Es ist halt wichtig, wenn du Erster bleiben willst, musst du jetzt eigentlich jedes Spiel gewinnen. Dann bist du safe Erster. Ne? Ja. Sieht vielversprechend aus. Ich kann auch mal ein Spiel, ein Spiel kann ich verlieren. Ja, aber wenn du euch safe Esther wendest, ist es am besten, alle zu gewinnen, weil dann, da kommt keiner ran. Ne? Oder ich bin einfach 10 Punkte drüber. Ja, aber ich meine, wenn du jedes Spiel gewinnst, bist du ja safe Esther, weil es keinen gibt, der, ne? Alles andere ist dann wieder eine Rechenfrage, ne? Wie viel verliert, ich glaube, Bayern, wie gesagt, waren die, die am, sind doch wieder am nächsten dran. Dann ist eine Rechenfrage, wie viel verliert dann Bayern im Gegensatz dazu, ne? Ja. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ne? Oder wie viel Gegentore kassiert Bayern, ne? Deswegen am sichersten bist du wirklich jedes Spiel zu gewinnen, weil das schafft kann kein anderer Bundesliga-Verein mehr schaffen in dieser Saison. Ne? Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Aber mal gucken, was jetzt aus seiner Leihe wird. Irgendwann wirst du ja zurückgehen. Ich weiß nicht, nur eine halben oder eine ganze Saison. Ich habe da keine Ahnung, wie die vereinbart ist. Ne? Habe ich gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich habe einfach auf Ja geklickt, weil du Ja gesagt hast. Ne? Mhm. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, auf die Länge. Ne? Ja. Vielleicht sagt Köln auch gleich. Der war so gut bei uns in der Bundesliga, den will wir haben, wollen wir haben. Ja, dann kommt es aber drauf an, ob Salzburg dich wirklich weggeben will. Weil verkaufen wollten sie dich nie. Ne? Ja. So was meine ich, sowas meine ich. Ja. Es ist kompletter Konter. Ich bin durch die Abwehr und dann nimmt er mich so an den Arm und zieht mich so nach hinten. Ja, um eine schöne gelbe Karte zu kassieren. Er steht da drauf. Bin ich ganz bei dir. In der Situation nur gelb zu geben, ist einfach. Kann man selbst die Kommentatoren sagen. Das ist auch falsch. Schwierig. Nein, wenn man im Konter ist. Ja, generell ist es. Wenn sie ein Tor machen hätte können. Ja, auch. Ich verstehe auch, was die sagen. Gelb ist. Ich sage ja, gelb schwierig. Also ich denke mir, wenn FIFA sagt gelb, dann wird es schon irgendwie stimmen, ansonsten hätten sie rot geben, aber schwierig. Also wie du sagst, ich kam ja wirklich von hinten an und hatte dich irgendwie weggezogen. Es war wirklich eine, ne, wie jetzt so, ne? Deswegen ist das schon schwierig, aber weil ich das weiß, sobald es um eine bestimmte Höhe geht, ist auch schnell rotes, ne? Deswegen sage ich schwierig. So genau kenne ich die Ringe nicht, deswegen, ne? Bin ich da auch der Meinung, schwierig, da noch gelb zu geben. Und nur Freistoß, ne? Aber irgendwie wird das schon mit den Ringen vereinbar sein. Ansonsten hätte er nicht Geld gegeben.
Weil es ist kein menschlicher Schiri. FIFA entscheidet nach dem, was es der PC selbst berechnet, ne? Deswegen kannst du ja auch ja abseits sagen, sobald du einen Schritt zu weit vorne bist, ne? Ja. Der Abwehr war aber auch einfach kacke. Deswegen musste der andere Abwehrspieler dich ja schon so wegziehen, weil sie keine andere Chance hätten und genau das sonst eben schon passiert wäre. Ne? Weil die KI keine andere Chance gesehen hat, ansonsten macht sie ja sowas nicht. Aber die Fans freut's. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Ich fand die Minute schon um, bis bevor sie überhaupt eingeblendet wurde. Ja. Ne? Einfach schon bei für 40 Sekunden nach Spielzeit wurde das überhaupt erst eingeblendet. Habt ihr schon erzählt? Ich habe letztens FIFA gespielt. Ja. Mit Papa. Gute Aktion. Und? Ich hab gewonnen. 6-4. Zwei davon waren Eigentore. Eins war ein recht gutes Tor von Papa. Und das andere war ein Eigentor. Nein, war ein Elfmeter-Tor. Und da hat er mich abgelenkt. Stand es nämlich erst 4-3 für ihn. Ja. Und dann habe ich drei Tore hintereinander gemacht. Da habe ich richtig ernst gespielt. Das erste Tor war mit Absicht. Ja. Das erste Eigentor. Ecke in die Mitte. Na, hast du ja auch gesehen, Mario Kart waren sie auch nicht gut. Ja, ist aber nicht schlimm. Ist es doch auch nicht, es war doch witzig. Ich fand's auch, es war. Warte. Ja, Ballbesitz ist, glaube ich, dein größtes Problem. Ja, das ist mein Problem. Ja, hab ich doch schon bei einmal gesagt, einmal Ballbesitz gewonnen, 21 Mal verloren. Ne? Der Kölner. Daran müssen sie jetzt anknüpfen. Aber trotzdem hat er es toll gefunden, wie du die Gegner ausgetanzt hast. Ne? Stand das da? Ja, stand da. Klasse, wie du die Gegner ausgedribbelt hast oder irgendwie so. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Länger drücken müssen. Hätte ich länger gedrückt halten müssen. Definitiv. Aber nicht zu lang, sonst ist er schnell drüber. Das ist wieder dein Lieblingsspieler, Philipp Billing. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu krass. Gerade in den vier Spielen musst du eine Vorlage machen. Mindestens. Vorlage schaffe ich dieses Spiel vielleicht. Auch das war wieder ein exzellentes Spiel. Dann 40 Minuten easy schaffe ich das. In Kürze also das nächste Spiel im deutschen Pokal für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Und auf das Pokalspiel. Habe ich gerade schon gewundert. Das sind die Foul. Ich habe mich gerade schon gewundert. Hey, die spielen auch gegen RB Leipzig, aber die haben Pokal auswärts zwischendrin noch. Na so. L. Der L an der Stillkamera. Freunde, schön ist es nicht mehr im Moment. Sie haben das Resultat, was sie wollten, und den Offensivdrang haben sie aktuell komplett. Es gibt gerade einen offensiven Freistoß. Wo ist der Offensivdrang eingestellt? Immer noch. Aber das, was da gerade abgeht, passt denen überhaupt nicht. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt zieht er in die Mitte. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Wird nicht gefährlich. Der Stürmer ist da als Abwehrspieler. Ja, da ist ein. Also, der KI kann euch so austanzen wie du. Da waren eben irgendwie vier Abwehrspieler hinter einem Stürmer hinterher, ne? Also, hinter einem offensiven Spieler. Also, raus werden wir und schwappe ich an deine Abwehr. Das ist lächerlich. Aber was bringt so eine Aktion, frage ich mich immer. Guck dir das an! Sie holen sich den Ball. Normalerweise müsste der Rote kriegen, der Typ. Klar, ich bin ein guter Spieler. Und ein gefährlicher Stürmer. Na, natürlich. Das heißt nicht, dass man mich faulen muss. Ist mir in letzter Zeit öfters mal aufgefallen. Natürlich, das ist der Spieler, der. Das ist der Spieler, der ist gut, die KI muss ihn faulen. Erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand. Wow, wie langweilig das Bayern-Spiel, ne? Ja. Dem ist das 60 Minuten 1-0 geschossen, ey. Ja. Sind die denn, ey? Schämt euch mal. Da gucke ich lieber die Spieler von Köln auf EA Sports Live, ne? Er bringt den Ball jetzt nach vorne.
Juan Fernando Quintero spielt den Ball Juan Fernando Quintero, alles klar. Das ist safe in Portugieser oder so. Das ist gut möglich, dass das irgendwie, dass er irgendwie aus dieser Region stammt. Hört sich auf jeden Fall so an. Juan Fernando Quintero. Da schon wieder. Und da ist das Tor für Meier, muss das heißen. Na? Mhm. Aber war es jetzt eine Vorlage von dir? Nein. Leider nicht. Jemand anderes hat den Ball noch berührt vorher. Da bin ich. Bah. Und er hat dann. Ja, und er schießt dann zu Meier, okay. Aber deine Chance halt. Dann ist wieder so. Es ist Bundesliga-Tor. Ja klar, du siehst doch alle Tore. Wie soll Max Meier vorher ein Tor gehabt haben? Na? Das ist ja kein Spiel in dieser Bundesliga-Saison von Köln nicht dabei. Wie soll Max Meier vorher ein Tor geschossen haben? Na? Oh, ein toller Name, Max Meier. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Die Gelegenheit für die Flanke. Oh, Ballgewinn hätte. Wenn er vernünftig schießen würde, nicht. Wird gerade zurück. Mhm. Also einmal von so. Oh, nun Cavallo. So. Mori. Klasse Einsatz. Er ist doch am Ball. Er sagt ja, nachdem er ihm den Ball abgezogen hat. Sie geben den Ball bis jetzt. Ja, wieder. Lass die auch mal ein bisschen spielen, weißt du, ne? Gut. Ein bisschen spielen lassen die Leute. Zagoje. Grueso. Kein guter Abschluss hier. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Können Sie mal ein bisschen mehr Druck aufbauen, glaube ich. Und da ist der Ball wieder weg. Quintero. Birger Verstrate. Bilger verdrahtet. Na? Jetzt in der Anspielstation. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für, ach, für Freiburg. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 85 Minuten. Vielen Dank. Kann sein, dass das nächste Spiel aber ein Pokalspiel ist, überlege ich gerade so. Jetzt hat er den Ball. Ne? Bei Augsburg hat er als nächstes ein Pokalspiel, deswegen habe ich mich gewundert, warum die gegen Freiburg ran müssen vorhin. Aber da hat er gesagt, das wird ein spannendes Pokalspiel. Also müsstest du ja auch bald wieder dran sein mit der nächsten Runde mit Köln. Gut, ne? Gesehen, Vorteil hier. Ja, das eigentlich war genau richtig. Mhm. Ne? Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Es gibt eine Wechsel in der letzten Minute. Also wenn du siehst, 90 Minuten, bupp, dann steht plus 1, dann es gibt einen Wechsel. Na? Ball ist wieder weg. Das ist ein sinnvoller Wechsel. Also ich möchte auch so eingewechselt werden. Ich möchte einfach Millionen in der, im Monat finden, aber immer nur zur Nachspielzeit eingewechselt werden. Das sind Millionen im Monat, du bist nicht Ronaldo oder so. Weißt du, wie viel die überhaupt verdienen haben? Das war fast ein Spaß gemeint. Verdient trotzdem sehr viel. Wie viel verdient ein Spieler im Monat? Ein durchschnittlicher. Das hat Bundesligaspieler trotzdem doch 100.000. 30.000 Euro monatlich geschätzt, was allerdings immer noch deutlich über dem Gehalt eines herkömmlichen Arbeitnehmers liegt. Ja, das stimmt. Aber ja, wer verdient so auch das gut. War als Fastenheim. Ne? Mhm. Das war so ein Joke gemeint, vor allem. Ja, dann bist du wahrscheinlich weniger als die 30.000 verdient, wenn du bloß der bist, der zur Nachspielzeit eingewechselt wird. Das war auch bis jetzt gejoked. RB Leipzig hat sogar gewonnen. Ja. Können die jetzt Sechster werden? Ich weiß nicht, ob Frankfurt jetzt... Ja, ja, spielt also gegen Pauli im Pokal. St. Pauli. Aber ich DFB-Pokal, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, das schafft. Aber weißt du, was ich nicht verstehe?
jedes Mal, wenn ich DFB-Pokal spiele, auch bei mir auf der Switch. Es ist immer Runde 2. Ich habe noch nie Runde 1 gespielt. Noch nie. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, woran das liegt. So. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann.